Update Günis Hausbau nach einem Monat. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, vor einem Monat hier. Einiges hat sich verändert. Man sieht es im Hintergrund. Es ist etwas grüner geworden. Draußen noch nicht viel. Ich glaube, die Straße habe ich letztens schon gezeigt. Hier, da haben wir ein bisschen aufgeschüttet, bis wir vielleicht dann irgendwann mal so in 20, 30 Jahren hier eine betonierte Straße bekommen. Aber gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze aus der Nähe an. Also, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Video das bereits gesehen haben. Ich glaube, die Einfahrt war noch nicht fertig, wenn ich mich nicht täusche. Da haben sie jetzt noch Kies aufgeschüttet. Und man sieht es auch auf der Seite noch ein bisschen. Da und hier haben sie noch so, ja, etwas das Kies auf die Seite geschoben, weil hier läuft dann das Wasser weg, wenn es regnet. Ja, aber er hat mit Wasser absolut kein Problem. Also es war, wie schon von Beginn an gesagt, eine sehr gute Idee, dass man hier halt nicht allzu viel aufgeschüttet hat. Das Fundament des Hauses kam ja schon etwas höher. Man sieht zwar jetzt noch, das Haus steht ja nach wie vor höher und dann einfach nur so ein Gefälle Richtung Straße und auf alle Seiten. Das reicht vollkommen. Dann, was wir auch noch nicht gesehen haben letztes Mal, war hier hinten das Netz. Da. Weil das haben wir auch schon mal angeschaut gehabt. Die Sonne, die erhitzt halt das Wasser massiv im Wassertank. Und das zweite ist halt auch diese ganzen PVC-Leitungen hier, die ja da in Thailand verbaut werden, die sollten auch nicht in der prallen Sonne sein, weil dann geht der Weichmacher raus, dann werden die spröde und dann ist die Lebensdauer halt auch relativ kurz. Optimal würde ich die hier sogar noch isolieren. Aber ich habe da auch nie was Schlaues gefunden im Baumarkt. Jemand hat zwar mal gesagt, es soll Isolationen geben, ich habe aber nie welche gefunden. Aber das wäre vielleicht auch noch eine Option. Ja, hier lässt er mit natürlichem, also normalem Rasen hier das Ganze dann begrünen. Und hinten hat er ja damals den Rasenteppich verlegt. Die Palme hat er neu, die ist extrem groß. Das ist die, die ich vorher kurz erwähnt habe im Livestream, zu Beginn des Livestreams. Für die hat er 2500 Baht bezahlt. Sind das 50 Euro? Das war echt ein Schnäppchen. Also das war geschenkt. Das war echt geschenkt. Das war wirklich heftig günstig. Die ist riesig. Hoffen wir, dass die anwächst. Da hat er noch zwei kleine gemacht. Und ich glaube, das andere habt ihr schon gesehen. Vielleicht die Blumen hier links und rechts habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen im letzten Video. Hier. Die sollen dann auch etwas höher werden, damit dann die Fassade noch etwas beschattet wird. Hat das Wasser einen Aktivkohlefilter? Ja, ich glaube, er hat Filteranlage. Ich glaube, es ist Aktivkohlefilter, ja. Ich muss ihn aber nachher mal schnell fragen. Ja, und so schaut hier seine gemütliche Ecke aus. Ich glaube, den Billard haben wir auch noch nicht gesehen letztes Mal. Sitzecke ist, glaube ich, auch neu. Ich glaube, die stand schon da beim letzten Video, aber ohne die Sofas, also die Kissen. Und das ist noch Günis Spielplatz hier. Der Pooltable. Wo hast du den eigentlich gekauft? Den habe ich, der ist gebaut worden, den habe ich von Bangkok gekauft. Ah, der wurde extra, aha, okay. Vorgefertigt und hier haben sie zusammengebaut, also 5-6 Stunden haben sie gebraucht. Ja. Sonst bist du zufrieden? Ja, schon. Schon, ne? Wenn die Pflanzen jetzt alle anwachsen schon. Ja. Ja, schaut echt gut aus.
Ja, hat sie jetzt ganz gut gemacht alles. Renate, wieder fit? Nein. Immer noch nicht ganz. Nee. Ich habe immer Antibiotika geholt, weil es noch kein Wirt. Ja, ja. Seit wie vielen Tagen schon? Seit heute hat er es mir gebracht. Ah, okay, ja, dann ist morgen gut. Ja. 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 Ah ja, jetzt kommt Skifahren, jetzt ist wieder glücklich. Ja, im TV oder was? Ja. 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 Nee, ist jetzt alles super geworden und naja, jetzt bin ich schon zufrieden. Wie gesagt, nur die Klimaanlagen da drüben noch und dann ist Schicht im Schacht. Ja. Die vom Bastis Haus. Genau, ja, genau, bis was Neues kommt. Aha. Wann kommen die? 6. Dezember. 6. Dezember, ja. Ja. Und Basti kommt? 6. Dezember. Auch, und die Klima kommen wann? Achso, die Klima hast du gemeint? Ja, mache ich jetzt aus. Jetzt kaufe ich mal die Teile. Ja. Und die Klimaanlage habe ich eine Firma, die wurde jetzt einbaut mit den Teilen, wo ich aber habe. Mhm. Weil das die Hälfte billiger ist, kaufe ich nur die Klimaanlage und das andere bauen die ein. Ja, ja. Und dann habe ich die Teile zur Hälfte und ja, ist wieder auf dem Geld gespart. Ja, ja. Ja. Nee, ist ein Tag, dann ist das erledigt. Ja. Jemand fragt noch, wie hoch ist die Raumhöhe in den Innenräumen? Gute Frage. 2,80. Ja, ich würde fast sagen 3 Meter fast. Fast 3 Meter? Ja. Okay. Ja. Ja, also ich habe 1,80. Ja. Ich würde auch sagen 2,80, 3 Meter. 3 Meter hast du ja. Ja. Was hast du heute? Cuba Libre oder was ist das? Da kriegst du einen Kuba, ja. Du bist immer noch in der Domrep. Ja, ich bin immer noch ein bisschen Domrep, bin ja immer noch ein bisschen verbunden, da war ich halt so lange Zeit. Eigentlich wäre Mai Tai, oder? Nee, Mai Tai ist auch nicht aus Thailand. Kommt ja, glaube ich, ursprünglich auch irgendwo aus Hawaii oder so. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, das setzt mich. Also, nee, da ist gut, da passt's. Dann zum Wohle. Cheers, Güni. Danke. Cheers, Chat. Oh, der schmeckt aber gut, du. Gott sei Dank. Oh, das ist ja super lecker. Hast du ein bisschen Eis? Ja, warum nicht? Ist zwar noch kühl, aber ist okay. Ja, Chat, der hat sich's mega gemütlich gemacht hier. Soll mal einer sagen, dass das nicht schön ist hier? Ja, man kann es aushalten auf alle Fälle. Ja, wichtig ist, dass du zufrieden bist, weißt, dass alles gut gegangen ist und so, ist ja nicht selbstverständlich. Das ist absolut, das muss ich nur die Reste essen. Von Jui? Ja, oh ja. Schmeckt mega geil. Die Jui gestern gekocht. Ja, genau. Magst du auch eins? Ja, ja, gerne. Ich habe gestern schon eine ganze Büchse gegessen. Was ist das da für ein Gewürz? Ich komme nicht drauf. Was ist das? Lab. Das Gewürz? Ja. Kennst du dieses Hackfleisch, was ja, wir im Salat meistens gegessen haben? Ja. Lab. Das ist das Gewürz, also so ähnlich. Hm. Eigentlich sind das so Fischkekse. Normalerweise kriegst du sie mit Fisch. Hast du gesagt? Aber sie hat es mit Schwein gemacht. Aber das Gewürz schmeckt extrem raus. Mhm. Aber gut. Und das, was du rausschmeckst so extrem, das ist Kaffee von Kaffee, meinem Baum. Das war das, genau. Ja. Das war die wissen Kaffee. Das ja, das sind die diese grünen Streifen ja, da drin. Da. Das schmeckt mega. Die Kaffee, ja, das ist von meinem Garten. Ja. Frisch vom Garten. Ja, das ist so das Schöne dran, oder? Also, bis auf das Fleisch. Ein Schwein habe ich noch keins, aber. Da kommt auch noch, oder? Nee. Keine Sau. Nee. Ja, die Glöckner. Chamot, slowly. You like a drink? No, thank you. No, water. Chamot, bye. No, thank you. I drink coffee. I go outside during by drink coffee, by motor, by Khadom. Also ich war gerade schnell im Coffeeshop. Tomolino! Ach, die gehört wirklich. Ja, ja. Tomolino! Komm! Gibt's da feine Vögel oder was beim Günther?
dass die so weit reinkommt, ist, oder er ist auch speziell. Ja. Sonst sind sie immer weiter vorne. Ja? Aber irgendwie... Ja, bis Nadel mal anfängt zu füttern, dann ist tot. Ah, drum, oder was? Nee, hat sie nicht gemacht. Okay. Weil ich habe gesagt, du und er sollst es mal nicht machen, weil... Ja. Dummelino. Miu, 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 miu. Ja, doch, der kommt schon. Nur abwarten. Miu, 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 miu. Dummelino. Das ist meine Ladyboy-Katze. Das war schnell. Dummelino. Oh. Ist davon gerannt. Der Schlingel weiß genau, dass er nicht hier sein darf. Erwischt er oder nicht? Ja. Nee. wahrscheinlich gerade so, oh. Der Alte hat mich weil Jui schimpft immer mit den Katzen, wenn sie rausgehen. Weil eine Katze ist ja gestorben. Und, okay, ja. Aber das kannst du bei dir sowieso nicht vermeiden. Nee, die gehen raus jeden Tag. Aber der weiß es halt, der Schlingel. Ja. Weil Jui immer schimpft, wenn sie rausgehen. Und ja, jetzt hat er mich gesehen und tschüss. Ja, ich bin raus für heute. Wie gesagt, Akku ist am Ende. Euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Ja, von mir auch. Sehr von Günni auch. Bleibt gesund. Und viele Grüße aus dem wunderschönen Thailand. Servus.